Ein weiteres Bauteil ist hier ein Relaisboard. Das Relaisboard hier habe ich nach den Eigenschaften ausgesucht, die ich für mich wichtig halte. Und zwar wird der hier über diese zwei Kabel betrieben. Das ist die Funktionsspannung, sage ich mal, die man braucht, um das Board zu steuern, oder Steuerspannung, während man hier beim Relais und auf dieser Seite eben das Relais durchschaltet, wie eben so ein An-Aus-Schalter. Und dann wird das automatisch gemacht. Das Schöne an diesem Board ist jetzt, dass hier an den Drehpodis die Zeit eingestellt werden kann, wie lange das Relais hier geschalten werden soll. Das kann man testen. Man kann sagen, auf dieser Stellung ist es für 1 Gramm, und dann dreht man ein bisschen weiter und dann ist es für 2 Gramm, und die Positionen kann man sich ja auf dem Gehäuse dann markieren, oder auch Zwischenschritte 1,5 Gramm. Sprich, bei diesem Modul, das ist sozusagen das Gehirn, sehe ich als ganz großen Vorteil im Gegensatz zum Varox Eddy. Während der Varox Eddy ein bestimmtes einprogrammiertes Programm abspielt und dann durchläuft und man dann warten muss, bis es eben abkühlt oder eben diese Temperatur durchlaufen hat, ist es bei diesem Modul so, dass man eben die Zeiten einstellen kann, und über Tests kann man dann halt eben sagen, okay, jetzt sind die 2 Gramm durchgelaufen. Man kann es von einer Sekunde bis 100 Sekunden einstellen oder von einer Minute bis 10 Minuten. Bei meinem ersten Test waren die 100 Minuten ausreichend, vor allem weil wir ja bei diesem Induktionsgenerator 120 Watt generieren können, sprich, der Tegel wird dann extrem heiß und es geht ein Stück schneller. Wie wird es initiiert? Hier gibt es so einen Schalter, den habe ich jetzt einfach mal rangeknotet. Es ist ein Latching-Schalter, da drückt man drauf und der geht direkt wieder runter. Zack, und der kriegt einen Impuls. Impuls schaltet das Relais und dann läuft das Programm ab. Den Knopf werde ich wahrscheinlich ändern. Dann nehme ich diesen weißen. Da hört man es auch schön dann. Der leuchtet dann auch weiß auf. Sprich, wie auch beim Varox Eddy leuchtet ja eine LED während der Funktion. Und hier kann man das genauso eben machen. Man sieht eben, wenn das Gerät funktioniert und noch läuft. Diese LEDs kann man rausführen ans Gehäuse, und solange die rote LED leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit, oder andersrum, oder das grüne leuchtet, ist es betriebsbereit. Wenn man dann auf den Knopf drückt, oder hier dann, ich mache den Knopf ran, auf den Knopf drückt, leuchtet die rote LED, das Relais wird durchgeschalten, und wenn es durchgeschalten wird, wird der Induktionsgenerator befeuert und die 120 Watt Induktionsleistung wird auf den Tegel übertragen und dann in Wärme umgewandelt. Somit kann ich sehr schnell den Topf erhitzen und die Oxalsäure sublimieren. So funktioniert das. Das sind die Gerätschaften. Und ich muss sagen, die Trockentests waren bis jetzt sehr vielversprechend. Jetzt werden die Akkus noch gemacht. Das zeige ich euch jetzt auch.